Du musst jetzt auch mal dich steigern, du kannst ja nicht. Soll ich 40 probieren? Ich glaube, das geht. Nee, warte, das ist lieber. Er verletzt sich dann irgendwie und dann bin ich der Arsch. Vielleicht ist es wirklich einfach bei dir der Wahnsinn. Dieser jugendliche Wahnsinn. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Johnny Baker Super, wir kennen mich als Johnny. Assalamu alaikum an alle. Heute gibt's ein kleines Special. Eine bekannte Person, die ihr bestimmt auch kennt. Ich bin jetzt fertig mit meinem ersten Training. Jetzt geht's zum zweiten Training mit dem Special Guest. Und kommt einfach mit und guckt euch das alles an. Bis jetzt war das erste Training auch ganz schön anstrengend, deswegen brauchen wir auf jeden Fall einen Pre-Workout-Check. Ich mixe ihn immer ein bisschen. Ein Scoop davon reicht auf jeden Fall. Ein Scoop vom Pump Booster. Und das trinke ich während dem Training. Und Kreatin mache ich mir vor oder nach dem Training auch nochmal rein. Jetzt halt in dem Fall vor dem Training. Ein bisschen Kreatin muss auch noch sein. Das schmeckt auch ganz gut. So, angekommen im Powerhouse. Mit wem trainieren wir heute? Schon ein bisschen angekündigt im Auto. Kevin Wolter, damals als 17-jähriger, 18-jähriger Junge, im alten Powerhouse gesehen, dachte mir, was ist das für ein Tier? Jetzt beim selben Sponsor, am Trainieren zusammen, mach heute eine Push-Einheit, Brust, Schultern und Trizeps. Zwei. Let's go. Letzte. Komplett hoch. Ja. Und letzte, ganz hoch. Du musst jetzt auch mal dich steigern, du kannst ja nicht. Soll ich 40 probieren? Klar. Nee, warte, das ist lieber. Er verletzt sich dann irgendwie und dann bin ich der Arsch. Nein. Da gibt's einen anderen Arsch. Was? Das Training ist durch, hat sehr Spaß gemacht, sehr hart gewesen. Jetzt gucken wir uns noch ein kleines Video an, machen eine kleine Reaction. Davor wollte ich dir noch eine kleine Frage stellen. Wir haben uns verbindet ja eine Sache, dass wir uns beide die linke Brust abgerissen haben. Da wollte ich dich fragen, wie kamst du da am Anfang klar? Wo hast du mit der Schlinge noch trainiert und der ganze Prozess drumherum? Auf psychisch gesehen vielleicht, wie das für dich war damals? Also ich muss sagen, du bist psychisch deutlich stabiler als ich. Also 5 Monate nach dem Brustmuskelabriss hier wieder 200 Kilo versuchen. Also der Wahnsinn hat einen Namen und das ist Johnny. Würde ich nicht machen. Konnte ich nicht machen. Ich konnte es nicht. Also ich war locker 1,5, 2 Jahre lang komplett blockiert vom Kopf her, psychisch einfach 100, 110 war mein Maximum, weil ich einfach jedes Mal, wenn meine Brust wieder in diese Dehnung gekommen ist, ich immer Angst hatte, dass in dieser Position, ist es ja abgerissen bei mir, sind es ja bei 200. Beim Runtergehen, ja. Also bei mir war es ja, ich habe 220 Kilo waren es ja, also nicht nur 200, sondern 220, weißt du. Bei 220, und es war auch ein super Tag, es war der zweite Satz und es war die dritte Wiederholung oder die zweite Wiederholung und ich gehe gerade runter und beim Runtergehen flash, peng, und dann reißt mir dieses Ding da ab und ich dachte nur so, ach du Scheiße. Dann lag ich ja mit den 220 Kilo da noch Ewigkeiten, so bestimmt 3, 4, 5 Minuten, bis dann alle sich in dem Studio zusammengerauft hatten und diese 220 Kilo von mir runtergewuchtet hatten. Aber psychisch unglaublich. Also ich habe trainiert, ich dachte erst, alles ist vorbei, alles ist aus. Dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen. Hab gesagt, okay, komm, machen wir das Beste draus, nehmen wir die Leute mit auf die Reise der Wiederherstellung sozusagen. Ja, hat lange gedauert. Ich habe natürlich immer trainiert, immer die andere Seite trainiert, ich habe Beine trainiert, alles so unter Druck, weil es gibt ja diese Connection, Muscle-Mind-Connection, wenn man rechts trainiert, wird links auch so mit angesteuert durch das zentrale Nervensystem. Habe auch sehr, sehr wenig verloren, muss man sagen. Habe auch komplett abgesetzt. Alle haben gesagt, nein, du musst den Stoff weiternehmen. Und ich so, Alter, halt dein Maul. Wenn ich jetzt hier
ein Jahr lang nicht trainieren kann vernünftig, dann ballere ich mich doch nicht so voll, wie als wenn ich auf einer Wettkampfvorbereitung bin. Ja, also jetzt erst, ich glaube vor ein paar Monaten erst, vor einem halben Jahr oder so, habe ich erstmal mich wieder so ein bisschen schwerer ans Bankdrücken angetraut. Und das ist ja fast bei mir jetzt 2,5, 3 Jahre her. Also psychisch habe ich damit auf jeden Fall länger zu tun gehabt als du. Vielleicht ist es wirklich einfach bei dir der Wahnsinn. Dieser jugendliche Wahnsinn. So. Da ist noch eine Menge da und ich habe auch direkt nach der OP am selben, nicht am selben Tag, also ich kam dann wieder nach Berlin. Wenn ich zu Hause ankomme, habe direkt trainiert. Ich wollte das auch extra so machen, damit ich einfach psychisch dranbleibe und mir denke, das ist nichts Schlimmes, was gerade passiert ist und ich ziehe es einfach weiter durch und mache das Ganze so schnell wie möglich zu. Das Training ist durch, abgedreht haben wir, aber jetzt ist ein kleines Problemchen dazwischen gekommen, mein Handy-Akku ist alle und ich schaffe das nicht, meine Videos hochzuladen. Deswegen fahren wir jetzt ganz schnell zum Mediamarkt und versuchen da irgendwie unsere Handys aufzuladen, damit wir das Ganze schnell über die Bühne bringen. And now we sitting on the fences, getting tense, conflict, rhythm, Indy giving me yes. Nur Handy habe ich jetzt halbwegs aufgeladen, danke euch für jeden Support, den ihr mir gibt und damit Einiges noch kommen. So, Handy aufgeladen, Video auch auf Instagram geteilt, endlich. Alles fertig für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin auch ziemlich kaputt für heute. Wir sehen uns nächstes Mal. Ciao.